So, hallo, wir machen... Oh, das Wetter ist laut. Wir machen weiter bei Trackmania. Die Strecken von Fritz Feldmann und Eduardo de Woken. King of the Hill. King of the Hill. Ist der King of the Hill, ja. Oh Mann. Meine erste Desert-Strecke. Der Name gefällt dir, ne? Ich bin nicht King of the Hill, der andere ist King of the Hill. Und... Ach ja. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, du warst der Fritz. Der Felix. Der Felix. Der Felix, ja, du warst der Felix. Ne? Wir sind jetzt also Felix und King. Ja. King Felix. Genau das. Das kann man auch nochmal beliebig kombinieren. King of the Felix zum Beispiel. King of the Felix. Nein. Felix of the Hill. Wie kann man sich mit dem Auto drehen? Das gibt's doch nicht. Mit dem geht das doch total einfach. Ach, Conan. Ja. Lenken zum Beispiel. Ja, aber eigentlich kann man sich relativ schnell wieder zurückdrehen. Naja. Du halt nicht. Ich nicht, nee. Ich hab's verkackt. So. Wo geht's hin? Ach, da. Mist. Immer geradeaus am besten. Ach ja. Oh, da hinten sieht man ihn fliegen. Oh. Jetzt ist er vor mir, weil ich genau zwischen den Strecken gesprungen bin. Was, Hilfe! Vorsicht! Du musst relativ gerade fahren. Passt. Oder so wie ich auf die Nebenstrecke springen. Oder so. Ah, jetzt ist die Runden hier, okay. Ja, am Anfang der Strecke gucken. Ja, ich sehe das doch nicht. Du brauchst eine neue Brille. Yeah. Ich dachte, du hättest eine neue. Ihr werdet gleich TO'd hier. Schon wieder? Scheiße, bin ich da in der Mitte gelandet. Geht das trotzdem noch raus? Ich hab keine Ahnung. Das geht weiter. Ja, das geht. Das sind die drei Wege ungefähr. Ah, okay. Fährst du nur, dass der in der Mitte der langsame fucking Weg. Langsam ist. Du fährst nämlich nicht so schnell. Aber ich darf ja nicht fucking sagen, weil das ist ja nicht gut, weil dann werde ich ja zu Liberty. Ja, die haben wir ja nicht dabei. Gott sei Dank. Habt ihr kein so Soundboard? Können wir uns mal holen. Obwohl, das Ja hätte ich auch ganz gerne. Das Ja ist ganz schön, ja, das stimmt. So, schön gerade bleiben. Dann ist das total... Passt. Nein, nicht drehen! Willst du mich verarschen? Um die Längsachse. Sehr dreh dich schön. Zurück, dreh dich zurück! Mist. So ein Käse. Willst du das Käse-Level wieder spielen? Großartig vorbeigesprungen. Er hätte unten weiterfahren können, wir sind auch wieder zurückgekommen. Genau. Hätte etwas länger gedauert. Ach man, so. Oh, Trommelwirbel. Nein. Das geht doch schief. Ja, was gehst du auch vom Gas runter? Bin ich nicht. Komm ich da nicht? Kommst du nicht mehr raus. Wirklich? Nee, da gibt's keinen Ausgang. Du kannst auch keinen Teil bauen, dass du da wieder rauskommst. Das wir hätten gern eins. Das ist der sichere Tod, ja? Huch! Ja. Ich habe aufgegeben anscheinend. Ach, sehr schön. Sieht aber von oben wieder... Ach, das sieht toll aus. Mann. Das war die erste Desert-Strecke, die ich gebaut habe. Ah, okay. Die Konfi ruft an. Ja, hier. Ich glaube, ich stelle mich mal auf beschäftigt. Wieso? Hast du was zu tun? Nö. Wüsste nicht was. Naja, außer Essen machen, aber... Dup-dup-dup, Rally. Oh, jetzt kommt eine ganze Menge Strecke, wo du nur eine Runde fahren musst, glaube ich. Okay. Es sind auf jeden Fall drei Runden. Diesmal habe ich, hochgeguckt. Ja, nicht schon Ansage. Bist du jetzt nicht mitgegangen.
Ich habe schon gesehen, dass du irgendwie nach links bist. Ich weiß aber nicht, warum. Hätte ja klappen können. Denn das, es scheint mir nicht logisch, da nach links zu fahren. Der feine Herr. Alles, was unlogisch ist, tut im Kopf weh. Unlogisch. Das ist mir neu. Das ist aber auch was, was mich eher... okay, hier sind jetzt Pfeile. Wahrscheinlich will ich da rein. Hoffentlich. Nee, du musst nicht durch den Checkpoint. Hallo. Ja, das ist was mich eher nervt, dass ich immer bei so vielen Sachen, oder auch bei so Tippfehlern, das sticht bei mir richtig ins Auge, sowas hasse ich. Wenn Leute Tippfehler machen? Nee, das ist bei mir so, dass es mir so extrem auffällt. Also sowohl bei meinen eigenen als auch bei anderen Leuten. Weil viele stört es ja überhaupt nicht, was ja auch in Ordnung ist, aber ich hasse das. Weil ich stelle mir dann halt vor, dass die Leute so reden, wie sie schreiben. Und wenn dann da halt irgendwie steht... Ich habe dich verraten. Oh ja, also das ist natürlich... Ey, das war königlich, kannst du nicht sagen. Wie kann man immer so viele Tippfehler machen? Ich weiß auch nicht, was der... Das... Du kannst auch große rum. Ja gut, das stimmt wohl. Und wie man sowas dann auch noch freigeben kann und dann denkt, hey, ich habe ein tolles Spiel gemacht. Ach, nee. Ich weiß nicht. Immer noch so unterhaltsam. Warum soll ich nur eine Strecke fahren? Die ist voll schön. Eine Runde. Du wirst die noch häufiger sehen. Ich will die noch mal fahren, ja. Du wirst die noch mal fahren. Ja. Ach so, was, wie, hä? Du musst gucken, diese Landschaft sind mehrere Strecken drin gelegt, die du jetzt noch abfahren kannst. Wir machen jetzt einfach die nächste Strecke, du wirst es sehen. Ja, okay, dann mach die nächste, dann ist alles okay. Insgesamt sind es 13 Stück, von denen ich glaube 6 oder 7 geschickt habe. Ah, muss ich jetzt F1 drücken. Plopp. Das ist nämlich besser, wenn wir wechseln, bevor die in die Strecke zum Hals raushängen. Ach, die kommt jetzt noch 7 Mal, oder was? Ungefähr, die... ja. Gott. Er hat eine schöne Landschaft gebaut und dann jedes Mal eine die Art und Weise, wie du musst nach den Pfeilen fahren, nicht immer die Straße nach. Naja, schon klar. Bei jeder Kreuzung siehst du entweder Pfeile oder einen Checkpoint, wo du reinfahren kannst. Ja, es ist quasi Need for Speed, oder man könnte, Midtown Madness könnte man es auch nennen. Ja, nicht Midtown Madness, wie ist das andere? Midnight Club. Da hast du ja auch eine große Stadt gehabt, in der dann immer unterschiedliche Strecken die Rennstrecke waren. Richtig. Wo du immer wieder ein paar Sachen neu gesehen hast, ein paar Sachen alt gesehen hast. Das war ein geiles Spiel, Midnight Club. Wow. Ich glaube, da gab es 1 und 2. Falsch. Fuck, ich bin falsch, oder? Ja. Ja. Scheiße. Kennt ihr das? Nee. Das war... Oder hieß das anders? Wie hieß denn das? Das hieß Midnight Club. Da konnte man durch... Was waren da für Städte? Tokio war auf jeden Fall dabei. Ich glaube, San Francisco war wieder Midtown Madness. Midtown Madness war auch ein cooles Spiel. Das waren so die ersten Open-World-Auto-Rennspiele eigentlich. Kann man, glaube ich, sagen. Und Midtown Madness war genial. San Francisco gab es da und London. Und in Midtown Madness 1 war es, glaube ich, Chicago, oder? War das Chicago? Keine Ahnung mehr. Das war cool. Kennt irgendjemand von meinen Zuschauern diese Spiele noch, oder bin ich so wirklich schon so alt? Das kann doch nicht wahr sein. Beides. Es ist echt schlimm. Ich bin 26, ich will nicht 26 sein. Ach, sei ruhig. Sagen, jetzt fühle ich mich alt. Ja, altersgruppenmäßig bist du genau zwischen uns. Ja. Ach ja. Das ist echt krass, wenn man bei manchen Sachen, die einem vorkommen, als wären sie gestern gewesen. Wenn man bedenkt, wie lange das schon her ist. Das ist echt irgendwie übel. Aber ich feier. Letztens auch einer geschrieben, heute Retro-Nacht, wir spielen Need for Speed Underground. Ich dachte mir so, hä?
Ist das jetzt schon Retro? Holy shit. Ja, das ist ja auch irgendwie 2006. Ja, das ist halt genau das, wo ich mir gedacht habe, okay, scheiße, du bist alt. Aber das kenne ich. Ah, Retro-Nacht, Need for Speed Underground. Yay, ich hab die Runde gleich. Glock. André, mach du mal neue Dings. Dann müssen wir nicht abvoten, das geht schneller. Kann ich das nicht auch? Sag mir mal, wie das geht. Escape oder nächste Challenge? Zur Not erweiterte Option, nächste Challenge. Ach so. Ach, wir haben das bisher. Bisher hast du mal den Vote angemacht und dann sind wir. Ah ja, okay. Ja. Ich bin so selten Server. Ja, ich bin noch nie Server gewesen. Also außer bei ein paar Mal, wo wir, glaube ich, einfach so aus Fun gefahren sind. Aber da dann halt immer nach 5 Minuten einfach die nächste Strecke. Ja, oder man hat das mit Punkten gemacht. Ja, genau. Muss man ja auch nichts einstellen. Oh, 5 Runden. Das muss eine kurze Strecke sein. Ja, da können wir auch mal 2 fahren. Das ist eine kurze Strecke. Sehr gut. Einfach einmal im Kreis. Nee, ganz so stumpf ist es dann doch nicht. Ja, das wird schon gar nicht funktionieren. Ja, diesmal geht's nur im Dorf in der Mitte. Ah, okay. Kreis würde ja auch gar nicht funktionieren, weil die Strecken ja gerade sind. Wieso? Ist doch eine ungerade Zahl, ist doch Strecke 5. Ja. Nein, nein! Doch, doch. Aber irgendwie sah das Wasser vorher auch mal anders aus, aber okay. Egal. Alles gut. Ich kann da immer nicht mitreden, bei mir sieht alles ganz vernünftig aus. Ja, irgendwie ist das Wasser jetzt... Ich kann mich nicht erinnern. Ja, das ist so eine blaue Suppe, ne? So nee, bei mir ist jetzt nämlich so hellblau. Vorhin bei den hohen Grafikeinstellungen war es noch eine blaue Suppe. Jetzt ist es hellblau geworden, wie der Himmel. Eigentlich wird einfach nur der Himmel gespiegelt. Das sieht auch sehr interessant aus. Aber egal. Die Texturen sehen dafür wieder okay aus. Ich bin 2-mal rum. Ein Tektit ist ein 4-beinige Spinne. Und ich bin ins Feld gefahren, yay. Ich glaube, da kommt man gar nicht raus, oder? Nee, aus dem Feld kommt man nicht raus. Ja, dann viel Spaß da in dein Feld. Ja, mach mal nicht so. Sagst du nur, weil du gerade in Führung warst. Dum, dum, dum. Plop. Rauscht das bei dir auch so in der Aufnahme? Rauschen? Was für ein Rauschen? Ich hab so ein Rauschen, aber wenn ich das immer hab, ist egal. Ich höre überhaupt kein Rauschen. Wunderbar. Da ist das irgendwas bei mir. Unwichtig. Gas hält angelassen. Ja, unwichtig. Ich wollte gerade sagen, könnte höchstens ich sein, der rauscht, aber dann müsst's ja Dingens auch hören. Ja, mein Name ist zu schwierig. Lass es lieber. Der andere. Nee, André. Ja, genau. Stimmt. Ach ja. Der King of the Hill. So. Ups. Ich krieg euch noch. Oh, ich hab Angst. Solltest du auch. Vor allem, wenn ich sofort mache. Ich komm immer näher. Aber Mist, wo geht's denn lang? Scheiße, nein. Ah, die Kurve hat mich jetzt gekillt. Verdammt, ich war so nah dran an euch. Ripp, ja. Reck. Reckt. Oh, die Runde schon rum. Plonk.
springe ich vor Freude wieder ins Feld. Hui, oder auch nicht. Dann begatte ich eben den Zaun. Na gut, nächste. Was? Ich bin Zweiter? Das kann nicht sein. Das sieht man doch. 0-0-0, eindeutig. Im Grunde genommen bist du sogar Erster. Ja, ich bin aber Erster, natürlich. Erster und Letzter gleichzeitig. Allen anderen. Offen und abgeschlossen. Ach ja. Sei Epsilon kleiner 0. Ich wusste, ein Mathematiker versteht's. Mist. Du musst auf die Schilder achten. Ja, einfach gerade ausfahren. Hast du spät gesehen, dass ich da direkt auf den Dreckweg drauf soll. Den Drecksweg. Nicht gleich beleidigend werden. Nein, das ist ein das ist ein Sandweg. Ja. Ach nein, ich soll gar nicht auf den Dreckweg. Doch, klar. Was? Festen Sand. Moment. Hier oben sind die... Was? Doch, hier ist der erste Checkpoint, okay. Ein Hauch von verloren. Ich war etwas irritiert, ja. Ja, ihr seht in der Aufnahme, wo ich lang gefahren bin. Falls ihr euch das nochmal antut. Was ich jetzt nicht verstehen könnte. Ups. Ich tue mir das immer ganz gerne an, weil ich finde, ich klinge so ganz komisch in der Aufnahme. Was findest du? Lachst immer drüber. Ja, es ist ja dieser Unterschied, ob man sich im Video hört oder also in Aufnahmen oder sich selber sprechen hört wegen den Geräuschen, die sich über den Körper ausbreiten. Ja, das stimmt natürlich. Und, das ist für mich noch ungewohnt. Okay. Ja, das. Stehst nicht oft neben dir? Nee. Leider nicht. Also nicht so. Yay, ich hab die erste Runde. Und welche von diesen Strecken haben dir jetzt am besten gefallen? Gut, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, die erste war noch am längsten, oder? Ja, aber auch nicht viel. Insofern würde ich sagen, die erste, da war noch, hat man noch irgendwie. Es kam mir so vor, wie wenn die erste die Hauptstrecke ist und die anderen waren so ein bisschen halt Nebenstrecken. Also die erste hat irgendwie noch am meisten von der ganzen Welt mitgenommen. So die erste irgendwie. War die dritte Strecke, sozusagen. Nee, ich meine die erste, die wir gefahren sind auf dieser Map. Ja. Das ist, du musst dir vorstellen, das ist wie so eine 8, die, wer ist das, die Betonstraße? Das ist praktisch wie zwei Kreise nebeneinander und die anderen sind dann verbinden das alles. Ah, okay. Nee! So. Da sind wir wieder. Ich kriege euch diesmal aber. Bin viel zu nah dran, als dass ich euch diesmal nicht kriege. Ich lasse mich diesmal auch nicht von irgendwelchen Kurven ablenken. Von der Brücke? Vielleicht. Mal gucken, wenn sie denn kommt irgendwann. Da wollte ich abkürzen, hat einen Checkpoint eingesetzt. nicht hier Sachen überspringen. Ja, habe ich gemerkt. Ja, jetzt muss ich den Connor wieder überholen. Sehr das kannst ehrlich. Du knicken. Das artet hier an Arbeit aus. Ich hab nicht die Pfeile gekitzelt in die Richtung, okay. Nee, andere. Aber hier ist doch auch ein Pfeil.
Ja, oh, aber hinten sind rote Schilder. Scheiße. Aber du bist hier lang gefahren. Ich bin umgedreht. Ich bin schon Checkpoint weiter. Ich bin euch auch nachgefahren. Es hat funktioniert. Trotzdem bin ich wieder hinten. Das war jetzt aber auch lame. Ja, wenn ich jetzt wieder sage, ich habe mich ja schon gewundert, dann glaubst du wieder keiner. Weil ich es ja nicht gesagt habe, sondern nur gedacht. Hinterher kann es jeder sagen. Ja, kann es ja leider jeder auch. Ja. Nein! Jetzt habe ich mich aufgespießt am Checkpoint, was soll das denn? Aber immerhin habe ich noch aktiviert. So, so. Du stehst also auf Spieße. Jetzt sind wir schon in der zweiten Nähe, ich sehe aber nicht. Oh, krass. Nee, das ist eine lange Runde. Ja, ich bin da wieder ins Gemüse reingesammelt. So. Wenn da kein Gemüse war, sondern nur Wiese. Gewiese? Gewiese, ja, da war Gewiese, genau. Genau das. Gewiese Steckenteile. Gott, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu laut. Ich schlag teilweise ganz schön aus in OBS. Naja. Kann man hier runterdrehen im Notfall. Ja. Ah, so viele Pfeile. Alle in die gleiche Richtung. Nein. So hole ich die nicht mehr ein. Da du die Strecke nicht kennst, ist das mit dem Aufwand sowieso meist schlecht. Die könnte ich mir aber auch nicht merken, wenn ich sie kennen würde. Fuck, da war ein Pfeil. Ich habe sie mir auch nicht gemerkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ab jetzt auswendig lernen, wie man hier die Strecke fahren muss. Quasi nicht im Sinne von, sie zu fahren, richtig zu fahren, sondern wann es links kommt, wann es rechts kommt. Oh, ich bin durch die Runde durch. Juhu. Jetzt fahre ich noch hier über die Brücke, weil die hast du gar nicht eingebaut. Unglaublich. Was hat er nicht eingebaut? Also nicht in dieser Strecke zumindest. Hier dieses Stück. In einer Strecke bestimmt. Ja, ja, klar. Das war, glaube ich, in der ersten sogar mit drin. Plonks. Huch. Also ich sehe nur zwei Autos. Er hat vorher aufgegeben. Ach so. Ich habe eigentlich nicht aufgegeben. Bei uns hast du aufgegeben. Oh, das Auto wieder. Das schauen wir uns im nächsten Part an. Danke fürs Zugucken. Und tschüss. Tschüss.